Nach 15 Jahren geht eine Ära zu Ende, im Bundeskanzleramt, aber auch beim CDU-Vorsitz. Bei mir ist Norbert Röttgen, den ich sehr herzlich begrüße. Guten Morgen, Herr Kunz. Wir sind auf dem Petersberg. Das ist ein Ort großer internationaler Konferenzen gewesen, hier in der Nähe von Bonn. Stehen Sie dafür, dass wir in diese alte Bonner Republik wieder zurück wollen? Also zunächst mal, wenn ich das sagen darf, ist es für mich nicht nur und zuerst der politische Berg, sondern mein Berg. Ich bin ja hier zu Hause, lebe hier. Aber zu Ihrer Frage, nein, es gibt nie ein Zurück. Die Bonner Republik war eine große Zeit, die erste erfolgreiche deutsche Demokratie, europäische Integration, Westintegration, Konrad Adenauer. Also etwas Großartiges für unser Land, aber jetzt geht nicht der Blick zurück oder gar Nostalgie, auch wenn das hier angeregt wird, sondern wir sind in einer ganz entscheidenden neuen historischen Phase und die müssen wir nach und wollen wir nach vorne gestalten und nicht mit nostalgischen Gefühlen, dass das Alte zurückkommen mag. Es kommt nicht zurück. Sie sind ja seit 2014 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Das heißt, Sie beschäftigen sich mit internationaler Politik. Und wir erleben ja, dass sich gerade in der transatlantischen Beziehung zum Beispiel etwas verändert hat in den letzten 4 Jahren mit Donald Trump. Wir setzen sicherlich jetzt Hoffnungen auf eine engere Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten. Aber wird das auch heißen, dass diese transatlantische Verbindung aus Ihrer Sicht gestärkt wird, dass wir stärker wieder gen Westen gucken? Auch nicht automatisch, denn auch da wird es kein Zurück geben, sondern es geht nur um die Gestaltung nach vorne für die Zukunft. Und meine Überzeugung zum Beispiel ist, etwas, was vielleicht am Anfang erstmal widersprüchlich klingt, aber es nicht ist, die transatlantische Partnerschaft, die jetzt wieder möglich ist unter einem neuen Präsidenten Biden, wird nur eine Zukunft haben, wenn sie europäischer wird. Es war ja auch sehr stark eine einseitige Partnerschaft im Kalten Krieg und sie muss jetzt viel mehr auf Augenhöhe kommen. Und das setzt einen Rollenwechsel, glaube ich, der Europäer, auch der Deutschen voraus. Gar nicht gegen die Amerikaner. Die wollen das, die bestehen sogar daraus. Aber wir müssen verstehen, dass es unser Interesse ist, diese Partnerschaft jetzt ganz anders neu zu prägen, ein bisschen sogar neu zu begründen im 21. Jahrhundert. Warum bewerben Sie sich um den CDU-Vorsitz? Sie kommen aus der internationalen Politik und wir sind hier ein bisschen über dem Rheintal, was ja auch Weltkulturerbe ist. Das heißt, man schwebt so über allem so ein bisschen drüber. Sie sind auch in Deutschland viel unterwegs. Aber wollen Sie sozusagen nochmal in die Niederungen der sozusagen Politik in Deutschland zurück oder ist nicht dieses Internationale eine schöne Bühne? Es ist eine faszinierende Aufgabe, die ich jetzt mache. Und ich habe mir auch eine Welt erschlossen durch den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss. Aber im Grunde genommen könnte man fast sagen, dieser Ort beantwortet die Frage, warum bewerbe ich mich jetzt um den CDU-Vorsitz? Weil das die Verbindung ist. Das ist meine Heimat im Engeren, die mir am Herzen liegt, deren Kind ich bin. Das gilt aber auch für Deutschland als Land. Und wir sind gleichzeitig in einer völlig neuen Weise bedeutsam für die Entwicklung Europas. Und gleichzeitig ist so viel in Auflösung. Und meine Motivation ist, dass wir das am Beginn eines neuen Jahrzehnts in der Dramatik erkennen, versuchen zu verstehen, was geht hier eigentlich ab, was ist das Neue, was ist der Bruch. Und dass wir den Willen haben, das zu gestalten. Und darum ist diese Verbindung von Heimat, wo ich lebe, wo meine Familie lebt, wo meine Eltern leben, unser Land als Nation, in einer schicksalhaften Situation kommt es auf Deutschland an und in Deutschland kommt es auf die CDU an. Und darum ist diese Verbindung etwas, von dem ich sagen würde, da fließt viel auch von dem, was meine politische Biografie ausmacht, mit ein. Dann müssen wir uns darüber unterhalten, was Sie neu machen wollen, anders machen wollen, was Ihre Ziele sind. Was ist Ihre Vorstellung von Politik, zukünftiger Politik als CDU-Vorsitzender? Ein Amt, um das Sie sich bewerben. Wenn wir hier unter dem Porträt von Konrad Adenauer sitzen, ist das eine Mischung aus Tradition und Moderne, Blick in die Zukunft. Wie viel von dieser alten deutschen
Bundesrepublik wollen Sie denn da mit übernehmen? Ich finde, Sie haben das Stichwort genannt, die Mischung aus Tradition und Zukunftsorientierung. Ich habe ein sehr positives Verhältnis zu Tradition, nicht unreflektiert, aber die Tradition ist ja das, was wir geworden sind. Das sind wir aus unseren geschichtlichen Erlebnissen, aus dem Scheitern, aus dem Wiederaufstehen. Das sind wir. Und Konrad Adenauer, die Anfänge unserer deutschen Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg, das Bonner Grundgesetz, die Grundentscheidung, soziale Marktwirtschaft, das Grundgesetz, europäische Westintegration, das hat uns konstituiert. Das ist Teil der Identität des Landes. Und mit dieser Identität, die will ich nicht verändern, die können wir auch nicht verändern, die ist ja historisch entstanden, aber mit dieser Tradition und Identität müssen wir jetzt in eine neue Zeit, ich war davor zu sagen neues Zeitalter, ich sage mal in eine neue Zeit des 21. Jahrhunderts gehen. Ich glaube, wenn man hier sitzt, wird besonders deutlich, meine Einschätzung ist, eine große Epoche, diese Adenauer-Epoche und danach, nämlich die Nachkriegsepoche, die ist zu Ende gegangen. Sie liegt hinter uns und wir sind jetzt in einer ganz neuen internationalen politischen Umgebung und in die müssen wir unsere Erfahrung, unsere Werte, unsere Interessen neu einbringen. Also aus unserer gewachsenen Identität heraus uns weiterentwickeln und prägen für die Zukunft. Das heißt aber trotzdem auch, Sie müssen ja bestimmte klare Vorstellungen haben, wie Sie Politik der CDU in Zukunft umsetzen wollen. Was auch die Themen anbetrifft, werden das ganz neue Themen sein? Sie haben gerade davon gesprochen, es ist eine Mischung aus Tradition, aus der ja im Grunde genommen Nutzung dessen, wie sich die Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat und aus der Geschichte, aber eben auch neuen Aspekten. Es hat ja eine im Grunde genommen Umwälzung in der gesamten Politik international gegeben. Absolut. Ich glaube, wir haben es mit ganz viel Neuem zu tun. In den letzten Jahren ist um uns herum kein Stein auf dem anderen geblieben, international. Ich meine, wir haben gerade 4 Jahre Donald Trump hinter uns, der Führer der westlichen Welt, das Amt des Präsidenten, der den Rückzug der USA aus der internationalen Gestaltung verkündet und praktiziert hat, der die NATO in Frage gestellt hat. Ein zweiter großer Treiber ist die Technologie, die Digitalisierung. Also wir leben aus meiner Sicht in einer Zeit einer permanenten Revolution und die beiden großen Treiber, die auch unser Land und die Demokratien erschüttern und im Innern verändern, sind einmal Geopolitik und Technologie und Digitalisierung. Das sind die beiden großen Trends, die uns so verändern. Und dann kommt noch der Klimawandel plus Migration hinzu. Und das zeigt, wir sind unter völlig neuen Rahmenbedingungen, die wir nicht einfach nur erdulden dürfen und immer nur reagierend hinterherlaufen, sondern wir müssen vor die Welle kommen. Und dafür brauchen wir Gestaltungsideen aus dem heraus, was wir sind. Aber wir brauchen neue Ideen für eine neue Zeit. Dann gehen wir mal auf beide Punkte ein, sowohl die Themen, die sich hier in Deutschland, in Europa stellen, als auch die sozusagen geopolitischen Themen. Wenn wir beginnen, ohne jetzt nochmal auf die Corona-Pandemie einzugehen, dann ist trotzdem bei der Corona-Pandemie deutlich geworden, dass wir uns jetzt seit Monaten mit einem Phänomen beschäftigen, weltweitem Phänomen beschäftigen und möglicherweise bestimmte andere Themen gar nicht mehr in den Blick nehmen. Zum Beispiel die Klimapolitik. Sie sind Umweltminister gewesen. Wenn wir uns hier auf dem Petersberg umschauen, dann haben wir auch hier massive Probleme mit dem Wald, massive Änderungen des Klimas. Das heißt aber auch, wir müssen die langfristigen Veränderungen, die wir sehen, zum Beispiel bei der Klimapolitik, auch in den Blick nehmen. Was wollen Sie da tun? Absolut. Wenn Sie jetzt auf die konkrete Rahmenbedingungen der Pandemie ansprechen, dann finde ich, ist die Grundlehre, die wir ziehen müssen, mit dem Virus zu leben. Und übrigens, auch wenn der Impfstoff da sein sollte, werden wir noch eine ganze Weile mit dem Virus leben müssen. Er wird nicht sofort ausgerottet werden. Und eine Erkenntnis ist, wir können es uns nicht erlauben, jetzt nur noch Pandemiepolitik zu machen, nur noch das Virus. Denn alle anderen Probleme, die ja vorher da waren, sind ja noch ungelöst.
Das heißt, wir müssen einerseits mit dem Virus konsequent leben, uns anpassen und einstellen und auf der anderen Seite auch gleichzeitig bei allen anderen Themen weiter dabei bleiben. Und der Klimawandel, der wird nicht durch die Pandemie aufhören. Die Wirtschaftsleistung sinkt, aber das kann ja keine Klimastrategie sein, dass dadurch weniger CO2 ausgestoßen wird. Das heißt, wir müssen unsere nationale und europäische Strategie, die wir haben, nun auch in die Umsetzung bringen. Und wir haben gleichzeitig jetzt eine wirkliche neue Chance mit dem neuen amerikanischen Präsidenten. Der hat bereits den früheren Außenminister John Kerry zu seinem Sonderklimabotschafter ernannt. Das heißt, Klimaaußenpolitik wird ein großes Thema der Amerikaner wieder werden. Das ist unsere Domäne. Da sind wir gut. Da haben wir Technologien, da haben wir Instrumente. Und wenn von uns aus jetzt, sogar von Deutschland, die Initiative ausginge für eine transatlantische Klimaaußenpolitik, die Klimaschutzpolitik dahin zu bringen, wo die CO2-Emissionen noch steigen, mit unseren Technologien, mit unseren marktwirtschaftlichen Erfahrungen in die Schwellenländer, nach China. Aus China stammen 27% der globalen CO2-Emissionen. Dann wäre das eine große Initiative, technologisch, klimapolitisch, wirtschaftspolitisch und auch transatlantisch. So etwas stelle ich mir vor. Ich habe gesagt, Sie sind Umweltminister gewesen. Man merkt, wie Sie darauf reagieren und wie konkret Ihre Vorstellungen da sind. Trotzdem muss man natürlich in dem Zusammenhang fragen, wenn wir jetzt aus einem wirklichen Wirtschaftsloch wieder raus wollen, wenn wir aus dieser Konjunktur, aus dem Konjunkturniedergang raus wollen, dann werden Sie als CDU-Vorsitzender ganz viele Menschen vor der Tür stehen haben aus der Industrie, die sagen, Mensch, hören Sie doch mal auf mit Klimapolitik, das müssen wir jetzt mal zurückstellen eine Zeit lang. Wir müssen jetzt vor allen Dingen mal sehen, dass die Wirtschaft wieder läuft. Wie werden Sie denen dann begegnen? Ich würde sagen, genau, ihr habt recht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder läuft. Aber nicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern sie muss auch laufen für eure Kinder und für eure Enkelkinder. An der Modernisierung unserer Volkswirtschaft, wenn wir Arbeitsplätze dauerhaft halten wollen und neue schaffen wollen, vor allen Dingen mehr neue schaffen als nur halten, führt an der Modernisierung und zwar umfassend unserer Wirtschaft, aber übrigens auch unserer Verwaltung und der Rahmenbedingungen, die wir setzen für wirtschaftliche Tätigkeit, kein Weg dran vorbei. Und das heißt Digitalisierung, ein Schub, eine nationale Kraftanstrengung. Das heißt Klimaschutz endlich verstehen als ein Teil der Marktwirtschaft und nicht gegen die Marktwirtschaft gerichtet. Das haben wir bei dem Sozialen doch auch schon geschafft. Das war doch die Errungenschaft. Wir reden ja von Tradition. Die soziale Marktwirtschaft war eine Synthese, eine Zusammenfügung von alten Gegensätzen. Das muss uns bei der Klimapolitik auch gelingen. Und dann brauchen wir auch mal einen Stopp, was Belastungen, vor allen Dingen von Bürokratie, aber auch von finanziellen Belastungen anbelangt. Wir brauchen Risikobereitschaft. Es ist viel möglich. Wir haben in Deutschland, und zwar die Kinder von früheren Gastarbeitern, den ersten Impfstoff erfunden. Wenn wir wollen, wenn wir Druck haben, dann können wir sehr viel. Und so muss unser Blick sein. Nicht sozusagen dem Alten nachtrauern, was können wir retten, woran können wir uns klammern, sondern wir müssen das Neue ergreifen und wollen. Sie sind 55, Ihre Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, sitzen bestimmt mit Ihnen auch am Frühstückstisch oder am Mittagstisch und sprechen mit Ihnen auch mal über Fridays for Future. Sie müssen sich ja auch jungen Menschen jetzt sehr stark zuwenden. Haben Sie denen gesagt, geht mal ruhig auf die Demo mit oder haben die gesagt, lass uns mal in Ruhe, wir machen schon, was die Klimapolitik notwendig macht? Also unsere Kinder fragen uns nicht, was sie machen sollen, geht mal ruhig hin. Papa ist heute großzügig, darfst auch mal gegen die CDU demonstrieren und ihre Politik. Bei uns war Politik immer ein Thema, aber nicht missionarisch, sondern als Teil des Lebens. Ganz selbstverständlich. Und so ist es auch jetzt in der Familie geworden. 17, 21, 23 sind unsere Kinder alt, die wertmäßig, glaube ich, teilen die Werte miteinander. Es gibt kein Abwenden, aber es gibt ein eigenes Denken unserer Kinder und auch eigene Entscheidungen in ihren jeweiligen Lebenswegen, die sich jetzt weiter ausprägen. Und meine Frau und ich finden toll, dass sie eine Beziehung zum Politischen haben, dass sie nicht sagen, das ist doch uninteressant, sondern sie beschäftigen sich damit. Einer ist auch
richtig aktiv. Das hat er aber auch alles selber entschieden und macht es auch nach seinen Vorstellungen. Das heißt, wir sprechen, wir empfinden das alle als etwas Wichtiges, aber der eine fragt nicht den anderen, was er darf. Aber wenn Ihre Tochter bei Fridays for Future mit Frau Neubauer zusammen demonstriert hätte, hätten Sie der gesagt, das ist gut, ich unterstütze dich, oder hätten Sie ihr gesagt, lass das mal bleiben, das ist unprofessionell, was da passiert? Nein, also wir hätten nicht darüber geredet, ob sie das macht, aber wir hätten darüber geredet, wie finden wir die? Und ich hätte gesagt, Judith, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Und sie hätte mich auch gefragt, Papa, wie findest du die denn? Und ich hätte ihr zwei Dinge wahrscheinlich gesagt. Ich hätte ihr gesagt, die haben etwas Enormes erreicht. Sie haben nämlich erreicht, dass die Klimapolitik, die auch bis dahin von der Großen Koalition mehr oder weniger links liegen gelassen worden ist und schleifen gelassen worden ist, obwohl es eine Menschheitsanforderung ist und ich eben über die Integration von Klima in die Marktwirtschaft gesprochen habe, also etwas Grundlegendes. Aber wir haben es schleifen lassen und die haben es geschafft, dass es wieder top vorne ist auf der politischen Agenda, und zwar bei uns und in Europa und darüber hinaus. Ein enormer Erfolg. Ich würde zweitens sagen, was ich jetzt noch schön fände, wäre, wenn es sozusagen zusätzlich zu der Empörungsbewegung, die ich akzeptiere, uneingeschränkt, sagen, auch noch eine politische Bewegung in dem Sinne würde, dass sie sagen, wir sehen, dass das auch immer Abwägungen sind. Es muss auch akzeptiert werden. Die Bevölkerung muss es mitmachen. Es muss auch vernünftig sein, denn wir wollen konkreten Fortschritt. Also wenn es politischer im Sinne des Konkreten wird und nicht nur sozusagen der Empörung und der allgemeinen Erwartung. Das wäre meine Kritik. Und dann entscheidet meine Tochter, wie sie das sieht, und macht das selber, wie sie es für richtig hält. Wir haben über Tradition gesprochen. Was wollen Sie Neues machen? Wir haben die Anforderung, sich stark auch der Jugend zuzuwenden. Wir haben die Anforderung, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Was haben Sie da vor? Also zum einen, glaube ich, ist und möchte ich und werde ich sagen, wir haben eine Krisendekade hinter uns, wie es die noch nie gegeben hat. Und unter Führung der CDU und der Bundeskanzlerin Angela Merkel ist unser Land gut und sicher durch eine Krisendekade, die es noch nie gab, gekommen. Aber gleichzeitig bleiben wir in einer Zeit von Umbrüchen, in denen wir neue Antworten geben müssen, weil sich alles so verändert. Und also insofern brauchen wir eine Modernisierung. Wir können nicht einfach nur das Alte immer weiter erzählen, sondern wir brauchen eine Modernisierung. Und wenn wir die erreichen wollen, politisch, inhaltlich, dann müssen wir bei der eigenen Partei anfangen. Wir haben 80% Männer in der Bundestagsfraktion. Weniger als 15% unserer Kreisvorsitzenden sind Frauen. Und darum haben wir klare Ziele oder auch Baustellen. Wir müssen als CDU weiblicher werden. Wir müssen jünger werden. Was heißt das aber konkret? Gibt es bestimmte Personen, die Sie sich schon ausgeguckt haben? Gibt es bestimmte Projekte, die Sie schon ausgeguckt haben? Das Projekt weiblicher, jünger, digitaler, das muss fortgesetzt werden. Wenn ich gewählt werde, wird mein erster Vorschlag an die Partei sein, eine Projektgruppe gesellschaftliche Vernetzung einzurichten, die Partei, die Arbeitsweise, das Selbstverständnis der Partei ein neues ausdrücken soll. Es reicht nicht mehr, dass wir sozusagen introvertiert mit uns unsere Beschlüsse fassen und dann nach außen verkünden, sondern wir müssen ganz strategisch, systematisch eine Vernetzung der Partei mit der Gesellschaft, und zwar in einem Hin und Her, organisieren. Zu Expertengruppen, wir haben das ja gerade bei der Pandemie erlebt, zu Frauen, zu Persönlichkeiten, zu Organisationen. Wir brauchen als Partei in diesen schwierigen Zeiten, mit den schwierigen Themen, die Expertise der Gesellschaft, die müssen wir einladen, abholen. Wir brauchen den Dialog. Und dazu, ich werde dann Ellen Demuth bitten und dem Parteivorstand vorschlagen, dass Ellen Demuth, eine junge Frau, Landtagsabgeordnete in der zweiten Periode, die auch in der Bundespartei gut vernetzt ist, diese Projektgruppe zu leiten.
zusammen mit anderen dort, wird dann zusammen mit anderen aus der Partei dort arbeiten, aber auch mit externen Persönlichkeiten, die ich angesprochen habe. Und ich habe festgestellt, es gibt große Bereitschaft, mit der CDU zusammenzuarbeiten, zu beraten, zu kooperieren. Das halte ich für ganz wichtig. Wir haben eine veränderte Situation der Parteien, Präferenzen in der Bevölkerung. Sie werden nicht drum herum kommen, sehr eng mit den Grünen zusammenzuarbeiten. Das ist aber auch eigentlich gar kein Problem. Sie waren ja in den 90er Jahren in der berühmten Pizza Connection. Da trafen sich junge CDU-Abgeordnete und Grüne und haben offenbar ja da Pizza gegessen. Wie eng sind denn die Beziehungen zu den Grünen und wie weit ist das denn eine Perspektive mit den Grünen, die ja nun als zweitstärkste Partei in Deutschland im Augenblick bei der Bevölkerung gelten, zusammenzuarbeiten? Also es gibt ein klares einerseits, andererseits. Ich habe viele, schon seit langem, aber vielleicht zurzeit besonders, viele gute persönliche Beziehungen zu Mitgliedern der Grünen, vor allen Dingen auch in der Bundestagsfraktion. Und es ist auch ein gutes politisches Verständnis da. Das vor allen Dingen auch in meinem Gebiet der Europapolitik, der Außenpolitik, aber auch darüber hinaus verstehen wir uns gut. Und auf der anderen Seite sind wir klare Wettbewerber. Wenn ich CDU-Vorsitzender werde, werde ich eines ganz sicher nicht machen, einen Koalitionswahlkampf. Sondern meine Aufgabe ist, die CDU so stark wie möglich zu machen und den Grünen den Wettbewerb anzusagen, indem ich sage, das Eigentliche, was wir leisten müssen, ist nicht jedes halbe Jahr die neuen klimapolitischen Wünsche zu äußern und die Ziele immer weiter hochzuschrauben. Lasst uns doch mal ein Ziel erreichen. Und das werden wir nur, wenn wir das mit marktwirtschaftlicher Kompetenz verbinden. Und in der Kombination, in der Verbindung sind wir die Besseren. Das muss unsere Aufgabe sein, die CDU stark zu machen, in der Mitte, und zwar umfassend. Und darum wird es einen klaren, freundschaftlichen durchaus, was die Beziehungen anbelangt, aber einen klaren politischen Wettbewerb geben. Ich möchte die Grünen herausfordern. Wir müssen auch in der Klimapolitik durch marktwirtschaftliche Kompetenz die Nummer eins sein. Können Sie Menschen zurückholen, die konservativ sind, die im Zweifelsfall sagen, die CDU ist nicht mehr die Partei, die meine politischen Vorstellungen vertritt. Ich bin da näher an einer AfD dran, auch wenn mir vielleicht eine radikale Position im einen oder anderen Fall bei der AfD nicht gefällt. Aber das ist eher die Partei, die meine Vorstellungen vertritt. Können Sie die wieder zurückholen in die CDU? Das ist eine, berührt eine strategische Frage und die Frage auch des Selbstverständnisses der CDU. Ich kämpfe um jeden Wähler und um jede Wählerin. Und auch die Wählerin, der Wähler, der sagt, ich erwäge die AfD zu wählen, dann würde ich den Wähler fragen, welches Problem hast du und glaubst du, dass die AfD ein einziges deiner Probleme lösen kann? In dieser Pandemie oder was soziale Sicherheit oder die Sicherheit deines Arbeitsplatzes anbelangt. Ist es nicht so, dass die AfD deine Angst ausnutzt für ihre Macht und an dir überhaupt nicht interessiert ist? Das heißt, die AfD muss man bekämpfen, indem man die Ursachen, warum Menschen verführt werden können, versteht und diese Ursachen angeht. Und die AfD als Partei, die ja die bewusste Entscheidung trifft, aus machtpolitischen Gründen, sich von Rechtsextremisten nicht zu trennen und sie nicht rauszuschmeißen, muss hart bekämpft werden, ohne jede Frage. Da ist für uns nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Und auch die demoskopischen Untersuchungen zeigen ja, dass die Schnittmenge zur AfD bei CDU-Wählern praktisch gar nicht mehr vorhanden ist, während sie in der Mitte gegenüber den Grünen relativ stark ist. Das heißt, dort wird über die Mehrheit entschieden. Dort müssen wir wettbewerbsfähig sein. Und wenn in den Umfragen die AfD-Sympathisanten sagen, dass sie sich den Röttgen als CDU-Vorsitzenden gar nicht vorstellen können, dann sehe ich das als eine Bestätigung der Richtigkeit meiner Position. Aber im Augenblick ist es fast umgekehrt. Sie haben, wenn wir unter den Kandidaten mal schauen, in der Bevölkerung einen Sprung nach vorne gemacht. Sie gehen eher in Richtung Friedrich Merz Konkurrenz, direkter Konkurrenz. Wodurch glauben Sie, haben Sie das hinbekommen, beziehungsweise was ist der Effekt, den Sie
brauchen noch, haben wollen, um im Zweifel sogar Friedrich Merz dann zu überholen? Ich glaube, das ist jedenfalls mein Vorhaben, dass ich bei meinem Stil bleibe. Ich habe ja auch die Situation gehabt, dass ich Fehler gemacht habe und aus Fehlern gelernt habe. Und eine Lehre, die ich gezogen habe, in wichtigen Fragen, und wir haben zurzeit lauter wichtige Fragen, musst du klar sein. Und ich bin angetreten mit der Aussage, dass ich finde, dass es um die CDU und unser Land zu ernst steht, als dass wir nur eine Personalfrage zu entscheiden haben. Wir brauchen eine inhaltlich-politische Zukunftsorientierung. Und die habe ich klar benannt. Die Abgrenzung nach links und rechts gleichermaßen gehört dazu. Aber auch ein integrativer Führungsstil, dass wir uns modernisieren müssen als Partei, dass wir den Klimaschutz aufnehmen müssen, dass wir Europa zusammenhalten müssen. Das sind die Themen, die ich immer vertreten habe mit einem integrativen Führungsstil. Und ich habe jetzt bei den jüngsten Umfragen mit Freude zur Kenntnis genommen, dass vor allen Dingen die Zustimmung zu mir in urbanen Gegenden und bei grünen und sozialdemokratischen Wählern und Sympathisanten stark ist. Und ich glaube, das drückt aus und bestätigt mich in meiner Wettbewerbsfähigkeit in der Mitte. Die CDU muss die Definitionshoheit gewinnen darüber, was macht die moderne Mitte aus. Das ist mein Ziel und das habe ich versucht, durch Stil und Inhalt auch auszudrücken. Und das findet Anklang und das freut mich natürlich sehr. Sie haben gesagt, Sie haben Fehler gemacht. Das Wichtige ist, aus den Fehlern zu lernen. Es hat einen Fehler, glaube ich, gegeben. Da ging es um Nordrhein-Westfalen und Ihren Wechsel oder Ihren möglichen Wechsel nach Berlin. Da haben Sie sich um den Vorsitz beworben. Das war eine sehr unglückliche Entscheidung, zumindest in der Kommunikation. Und Sie haben eine Entlassung erlebt bei der Bundeskanzlerin. Die dauerte nicht mal anderthalb Minuten, wenn ich das richtig erinnere. Jedenfalls war sie sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sagen wir mal, unangenehm auch für Sie. Was haben Sie daraus gelernt? Ich habe aus dem Fehler gelernt, in wichtigen Fragen musst du klar sein. Und ich war an dieser Stelle unklar. Es hatte zwar auch vielleicht Gründe, aber das ist egal. In wichtigen Fragen hat die Bevölkerung ein Recht, einfach klar zu sein. Und das, glaube ich, habe ich wirklich gelernt. Und gerade jetzt auch für meine außenpolitische Tätigkeit, glaube ich, habe ich in den wichtigen Fragen, ob das die Beziehung zu USA, in Europa, China, Russland oder was auch immer ist, klare Position. Das finde ich wichtig. Und die Entlassung aus dem Ministeramt und auch ein Sturz, ein Scheitern, das war eine persönliche Erfahrung, vor allen Dingen wieder aufzustehen. Nicht beleidigt zu sein und zu schmollen, sondern auch in dieser negativen Situation, die bitter war, seine Würde zu wahren, erhobenen Hauptes zu bleiben, die Situation zu akzeptieren und dann weiterzumachen. Denn das, was mich nie angetrieben hat, war ein Amt, aber Politik als Sache, als Leidenschaft, als Sinnberuf. Das hat mich immer angetrieben und das war auch immer die Quelle meiner Freude. Und so ist es dann auch wieder geworden. Aber wie weh hat das getan? Hat Ihnen die Familie da geholfen? Hat die Sie wieder aufgerichtet? Also ich habe da ja noch nie darüber gesprochen. Und ich mache jetzt eine Ausnahme. Ich hatte mit Angela Merkel verabredet, dass ich nach Hause fliege. Und es unseren Kindern vor allen Dingen, meine Frau wusste das, ja selber sage. Und genau, wir waren an diesem Tisch, der heute unser Esstisch ist, versammelt. Ist ja jetzt über acht Jahre her. Und ich hatte unseren Mittleren auf meinem Schoß und die Kinder waren da und ich habe es dann dort gesagt. Und das war natürlich, wir sind die Familie ist für uns das Wichtigste. Und darum waren alle betroffen und alle davon getroffen. Aber es ist eben beides gleichzeitig da. Einerseits waren sie genauso getroffen und andererseits ist die Familie, drückt das aus, dass es noch etwas Wichtigeres bei aller Wichtigkeit der Politik gibt. Das habe ich auch immer so empfunden, dass ich nicht ein
politics only, ein Nur-Politiker bin. Ich bin es voll mit aller Leidenschaft und allem Einsatz, aber es gibt noch anderes und sogar Wichtigeres. Und das habe ich immer so gesagt und in dieser Situation des Bitteren habe ich es dann auch erlebt. Darum wünscht man sich das nicht, aber man erlebt etwas auch sehr Positives in den Situationen. Und darum ist auch einer meiner Lehren, Scheitern ist eine notwendige Formung des Menschen für große Aufgaben. Und insofern bin ich sehr im Reinen. Nun wäre es ja eine ganz natürliche Folge eines Siegs beim CDU-Vorsitz, wenn Sie sagen, jetzt hebe ich auch meine Hand als Kanzlerkandidat. Ist das das eigentliche Ziel? Es ist nicht das eigentliche Ziel. Ich kandidiere nicht für den Parteivorsitz, um ein anderes Amt erreichen zu können, sondern der Parteivorsitz ist eine Aufgabe für sich, und zwar eine wichtige Aufgabe. Aber klar ist, dass der CDU-Vorsitzende das Selbstvertrauen und auch das Zutrauen seiner Partei braucht und beansprucht, auch die Kanzlerkandidatur zu wollen und zu können. Das habe ich auch von Anfang an so gesagt. Ich habe aber auch immer gesagt, wir treten nach 16 Jahren Regierungszeit wieder an. Dass man dann nochmal ein Mandat bekommt, das hat es so, und dann ohne amtierenden Kanzler, das wäre ein Novum. Und darum sage ich ganz offen auch vorher, das Wichtigste ist der Wahlsieg der Union im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl. In diesen Zeiten, bin ich wirklich überzeugt, brauchen wir die Union. Und darum ist der Wahlsieg das Wichtigste. Es geht nicht um mein Ego, kann nicht um Personen gehen, sondern dafür alles zu tun, dass der Wahlsieg der Union erreicht wird. Und dem ordne ich mich auch ein, mit dem Amt, auch mit meinem Selbstvertrauen, auch mit dem Zutrauen der Partei, wenn ich gewählt werde. Aber das Wichtigste ist unser Wahlsieg. Herr Röttgen, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.